mir eher schlecht gerade. Wir befinden uns hier in Winsen-Aller an der Poststraße, hinter mir die Volksbank-Filiale. Hier ist letzte Nacht gegen 1.20 Uhr gemeldet, zwei Detonationen gemeldet worden. Die ersten Kollegen stellten hier vor Ort fest, dass es hier zu einem scheinbar einer Geldautomatensprengung gekommen ist. Es ist im Vorfeld noch durch einen Anwohner gemeldet worden, dass hier auch ein schwarzer Pkw vor der Tür gestanden haben soll. Das Kennzeichen ist auch abgelesen worden. Jedoch ist hier dann im Rahmen festgestellt worden, dass das Kennzeichen bereits im Vorfeld entwendet worden ist, also somit nicht zu dem Pkw führte. Die Fahndungsmaßnahmen sind dann großräumig und intensiv eingeleitet worden. Dazu ist auch ein Hubschrauber mit eingesetzt worden. Leider konnte das flüchtende Fahrzeug dabei nicht mehr festgestellt worden. Da die Sicherheit hier vor Ort nicht gegeben war, ist hier auch noch ein Delaborierer hinzugezogen worden, um auszuschließen, dass hier noch sprengfähiges Material im Gebäude ist. Dadurch aber, dass hier die Tatortaufnahme läuft, gehe ich davon aus, dass das Gebäude inzwischen selbstverständlich sicher ist. Um was für einen speziellen Pkw sich jetzt hier handelt, das ist, muss momentan noch geklärt werden. Dafür muss der Meldende noch mal befragt werden. Hier aber noch mal der deutliche Hinweis, wenn Sie so etwas hören in der Nacht, gehen Sie bitte nicht ans Gebäude für Ihre eigene Sicherheit und fahren Sie auch nicht hinter dem Fahrzeug hinterher, weil diese Personengruppen äußerst waghalsig und entgegen der Verkehrsregeln unterwegs sind. Sie bringen sich nur selbst in Gefahr. Wenn Sie etwas gesehen haben oder hier noch zu beitragen können, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Dienststelle, um hier dann Ihre Informationen loszuwerden.